Herzlich willkommen zum VBU-Podcast Marken- und Unternehmenskommunikation mit unserem Kollegen Ralf Haßfort. Hallo. Gerade haben wir über Marke, Markenkern gesprochen. Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, dort steht ein Begriff, eine Abkürzung B2B, Business to Business. Ich als Markenberater und der sich um die Unternehmenskommunikation kümmert, habe ein fixes Gebiet, Business to Business. Ich kümmere mich nicht um die Konsumermarken, sondern wirklich die halt in der Auseinandersetzung Unternehmen zu Unternehmen gehandelt werden. Gehen wir mal ein Stück weiter. Was sind denn meine Leistungen? Ich analysiere das Umfeld. Ich gucke, was ist Ihr Markt? Welche Bedürfnisse sind da? Wie sind politische? Wie sind Normen? Wie ist die Kaufkraft? Wer ist Zielgruppe? Was heißt Nachhaltigkeit im Markt? Wie baut sich die Marke in der Zeit auf? Wie ist der Wettbewerb? Welche Plätze sind belegt? Welche Abgrenzung gibt es schon? Das muss im Vorfeld untersucht werden, das muss analysiert werden, um eine Marke aufzubauen. Ihr Unternehmen, Ihre Kultur, die Werte, die Ziele. Sie erinnern sich an die erste Folge. Und natürlich an die Persönlichkeiten derjenigen, die diese Marke raustragen werden. Beratung. Natürlich, ich nenne mich Berater, ich berate. Ich komme daher und sage nach der Analyse, was sind aus meiner Sichtweise heraus die besten Schritte, um in diesem Markt ein festes Fundament, eine solide Ausgangsbasis zu kriegen, um weiter mit der Marke arbeiten zu können, um Produkt und Leistung für lange Zeit fest in den Markt zu installieren. Gestaltung. Ich arbeite nicht allein, es gibt halt um mich herum ein großes Netzwerk von Unternehmen und Kollegen, mit denen ich lange schon zusammenarbeite. Die Gestaltung ihrer Marke, dieses, was wir im Markenkern schon mal aufgezeigt haben, zu definieren und dieses in diese Welt zu tragen, mit der Einführung, ist ebenfalls Teil meiner Aufgabe. Markenführung, dabei kann ich Sie unterstützen. Sie werden im Unternehmen jemand haben, der die Marke führt, der Markenverantwortung übernimmt. Und bei der Markenführung Ihnen zu unterstützen, dafür bin ich der Richtige. Kommen wir gleich weiter und gucken mal, wann überhaupt eine Marke und ich dazu in Ihr Unternehmen kommen sollte. Bis gleich.